können wir noch in das Zelt wieder rein. Wir können tatsächlich ins Zelt noch rein. Gucken, ob hier noch irgendwas gibt, was wir brauchen könnten. Das Kästchen. Das macht. Wir haben noch die Kisten, die wir verschieben können. Ja, ja, alles klar. Ja, aber sonst gibt es ja aber auch nichts mehr. Das Kästchen, das Bett. Das ist alles genau dasselbe. Naja, okay. Dann würde ich sagen, gehen wir mal. Hat sie noch was Interessantes in der Tasche? Da ist nur Mist drin. Hier ist die Muschel, die der Kerl zuvor an die Säulen gedrückt hat. Ich nehme sie mal mit. Okay, jetzt haben wir noch eine Muschel. Eine Säulenkind. Bringt das was, wenn wir jetzt hier das benutzen? Sie hat schon mal nichts gesehen. Okay, ich kann es mal den anderen ausprobieren. Auch nicht. Er hat seinen Angreifer noch nicht einmal richtig gesehen und ist schon schreiend davongelaufen. Was für ein Feigling. Ja, toll. Dir wird es auch nicht gefallen, wenn es so enden würde, wie jetzt er hier ist. Er hat nichts Interessantes im Kopf. Okay, dann probieren wir noch die letzte Statue hinter dem Zelt. Den hat er ja noch nicht gesehen, der eine. Vielleicht bringt das ja was. Der Magier. Oh ja, es leuchtet. Bei den Göttern, was war das? Ich zeichne es sofort auf. Klasse Zeichnung. Kommt so ein richtiges, krasses Ziegenkopf-Skelett also auch drauf und dann mal irgendwann so ein Kiddie-Skelett hin. Okay. Naja, schön. Immerhin haben wir was. Allerdings ist gute Skizze. Das muss als Beschreibung reichen. Das gute Skizze. Das ist so super tolle Skizze ist das, auf jeden Fall. Können wir das jetzt schon geben? Genauer wird es nicht. Oh, es hat keine Augen. Danke, Giron. Das sollte reichen. Es hat keine Augen, ja. Das, oh mein Gott, alles klar. Och, schön. Das war eine super schöne Skizze. Richtig top genau. Das hätte man es nicht malen können. Ich meine, gut, das hält ja zwar ganz okay, aber dieser Kopf. Das ist ja ein Schwachsinn. Mal gucken, hat vielleicht bei uns was gefehlt. Wenn das sagt, vielleicht hat was gefehlt. Vielleicht fehlt ja bei uns irgendwas. Ich weiß, kann gar nicht genau wissen jetzt genau. Was war denn hier alles noch? Die haben ja die Hafenskizze, aber das war's auch schon. Und das ist unser Artefakt. In das Haus können wir hier nicht rein. Ah, natürlich! Ding hat doch gefehlt, die Muschel, die Ding, ja klar. Von dem Händler. Das heißt, wir müssen jetzt doch irgendwie ein paar Perlen von dem kaufen. Schön euch wieder. Wollt ihr denn? Nein, danke. Was für eine... oder was auch immer. Der wird irgendwas machen? Nee. Okay, wir sind auf jeden Fall schon mal den Köder. Allerdings wüsste ich jetzt nicht, wie wir denn Köder kriegen würden. Und was war es noch? Ein Artefakt, das gestohlen wurde. Das werden wir auch suchen, dass es wahrscheinlich irgendwas mit der Magierakademie auf sich hat. Deswegen werde ich hier nochmal schauen und vielleicht nochmal reingehen. Vielleicht. Du schon wieder! Was willst du? Ja, das ist ja wahrscheinlich immer noch nicht da, der Ulrich. Magister Bodiak bat, er hat ein Artefakt, über das ich ihm mehr erzählen soll. Nun gut. Sein Zimmer ist im zweiten Stock, direkt neben dem Aufgang. Magister Eichwarts altes Zimmer? Woher weißt du das? Lange Geschichte. Ich geh dann mal. Und bleib auf dem Weg.
Wenn ich dich woanders sehe als im Zimmer des Magisters, fliegst du hier hochkant raus. Ah ja, okay, und da ist er ja, der Magister Bodiak. Na gut, schön. Der Götterkreis. Oh ja. Ich weiß, wir waren uns nicht immer wohlgesonnen. Aber bitte beschützt Nuri und gebt ihr bald ihr altes Wesen zurück. Wir hätten es verdient. Okay, hier haben wir noch ein Kohlebecken. Ich brauche keine Kohlen. Zumindest wahrscheinlich jetzt noch nicht, aber später bestimmt. Nach oben und Latrinen haben wir auch noch. Und Strohpuppen. Dafür habe ich meinen eigenen Nachttopf. Ja, hätte auch sein können, dass du trotzdem aufs Klöchen bist. So eine Puppe könnte Nuri gefallen. Wären sie nur nicht zu groß zum Tragen. Und noch ein bisschen von dem Stroh mit. Vielleicht kannst du das ja noch brauchen. Du hast den Käse mit, aber keine Stroh, die man vielleicht zusammenbinden könnte oder sowas. Ach ja, schön. Hier genau, hier waren die Steintafeln. Hier war auch irgendein Versteck sogar unten drunter. Ist da vielleicht nochmal was? Immer diese alten Sprachen. Bosparano, Urtula Media. Konnte man sich nicht von Anfang an auf eine einigen und dann einfach dabei bleiben? Ja, das wäre tatsächlich in der Tat nicht schlimm. Immer diese Ausgang. Ja, okay. Da ist dann kein Geheimfach mehr zu sein, beziehungsweise nichts mehr Besonderes. Hier kommen wir ins Dominium, das sehe ich, in die Bibliothek. Und hier ist Magister Eises Dienst. Genau, das heißt, wir gehen jetzt erstmal hier rein. Genau, hier haben wir dann Giacomo, hat hier dann in der letzten... Im letzten Spiel versucht hier das Artefakt zu finden. Das, was bis auf dem Schreibtisch liegt. Hier noch die ganzen Regale, wo die ganzen Bücher stehen. Man müsste das nicht wirklich alles wieder durchlesen, oder? Bei meinem letzten Einbruch habe ich bereits alles mit. Für alles weitere, wenn... Okay. Und hier gibt es aus Tische jetzt auch nichts mehr. Jetzt hier unten noch Schatten. Hallo? Oh! Hallo, mein Freund. Du siehst nicht aus, als würdest du hier hingehören. Kann ich dir irgendwie helfen? Wer bist denn du? Wer bist du? Ich? Ich lerne hier. Zaubern, kämpfen, noch weniger zaubern, noch mehr kämpfen. Wer als Kind von Magie träumte, verliert hier schnell seine Illusion. Es sei denn, er kommt zu mir. Das heißt? Ich gebe der Magie ihre Magie zurück. Und wie machst du das, fragst du? Nun, das hängt ganz von den Bedürfnissen meiner Kunden ab. Oh ja. Was machst du da? Ich liege mit einer Erkältung im Bett, während die anderen im Wald herumlaufen und Krieg spielen. Sieht eher aus, als würdest du kleine Honigklumpen kneten. Richtig. Aber außer dir und mir weiß das niemand. Okay, was machst du wirklich? Was machst du wirklich? Warum der Honig? Ich bin über Umwege an einen Zauberspruch aus Punin gekommen. Es hat mich einige kleinere Gefallen gekostet, aber das war es mir wert. Siehst du diese Honigmünze, die ich gepresst habe? Pass auf! Weiches erstarre, fließendes verharre. Der Honig ist nun hart wie Stein. Aber leider noch zu durchscheinend, um als echte Golddukate durchzugehen. Aber mit der richtigen Mischung könnte es bald gehen. Aha, er will also Geld zaubern können. Du kannst Flüssigkeiten verhärten? Ich würde es eher aufwerten nennen. Mein Honig-zu-Gold-Experiment ist da nur der Anfang. Für weitere Vorschläge bin ich jederzeit offen. Okay, das müssten wir uns, da müssen wir uns noch dran denken. Was ist das für ein Deutsch? Was kannst du mir über Breda erzählen? Oh, Breda ist brillant. Die Magister haben einen Narren an ihr gefressen. Und trotzdem gehört sie eindeutig zu den Guten. Sie glaubt noch mehr an die Magie in den Dingen als ich. Diese ganzen popeligen Zaubersprüche heutzutage müssen sie unglaublich langweilen. Ja, sieht ganz so aus. Ich suche einen Astralspeicher. Du hast mehr Ahnung, als man dir ansieht. Ein echter Astralspeicher ist sehr selten und noch wertvoller. Ein Novize mit reichen Eltern hat mich angeheuert, dem Eulenmann sein zu stehlen und damit in der Prüfung zu schummeln. Der Eulenmann? Magister Eulrich. Es ist ein offenes Geheimnis, dass er von seltenen Artefakten besessen ist. Dass das mal nicht die Artefaktjäger im Hersindetempel herausfinden. Wer weiß, vielleicht hilft mir dieses Wissen eines Tages meine eigene Prüfung zu bestehen. Wo finde ich den Speicher? Im Schlafsaal. Alles klar, also er hat zumindest den gestohlen.
Und er hat den Wertungsdrop. Alles klar. Dann lass ich dich halt mal weitermachen, ne? Viel Spaß dir noch. Im Schlafsaal? Welcher Schlafsaal? Da drin vielleicht? Genau da. Und ich denke mal, das ist der Astralding. Und hier ist noch ein Novize. Okay, ich würde mal sagen, wir reden gleich mal mit ihm. Heda! Hä? Wer bist denn du? Raus hier! Aber sofort! Okay. Ja, noch mal rein. Hier sind noch Scherben. Du schon wieder? Raus! Dann müssen wir da rein, mein Gott. Ich muss dringend lernen, leiser zu sein. Okay, dann gehen wir halt vielleicht erstmal zu Magister Ulrich. Ja? Ah, er ist es. Was willst du? Ja, er ist es. Was willst du? Das ist uns doch hergerufen anscheinend. Es geht um die Maske. Was ist damit? Ach so, das ist der... Ah, ja, das ist der... Okay, ich verstehe. Ich will mein Artefakt zurück. Dein Artefakt? Nach Bredas Bericht hast du die Maske zufällig gefunden. Scheiße, hätte ich sie vielleicht doch anders wählen sollen. Wo habt ihr sie hingebracht? Es ist meine Verantwortung, Unbeteiligte von jedweder magischer Entwicklung fernzuhalten. Das gilt ganz besonders für Heißsporne, die sich für angehende Magier halten. Was hat es mit der Maske auf sich? Ist sie gefährlich? Nur für jemanden, der Ur-Tulamidia beherrscht. Und mehr braucht dich nicht zu interessieren. Toll. Wenn ihr mir nicht mehr über die Maske erzählen wollt... Können wir getrost das Thema wechseln. Ja. Ihr seid auf einmal so fröhlich. Kann ein alter Mann sich nicht auch mal freuen? Ich meine nur mit den Versteinerten und den Gerüchten über einen Dämon. Alles Geschwätz. Bald ist wieder alles beim Alten. Ihr scheint euch da ja sehr sicher zu sein. Das bin ich, mein Junge. Das bin ich. Aha. Naja, ich glaube, dass er so glücklich war, als er nicht die scheiß gefährliche Maske hat. Wisst ihr inzwischen, was letzte Nacht geschehen ist? Was interessiert das einen Vogelfänger? Die Menschen haben Angst? Ach, die Schweinezüchter fürchten sich doch vor allem. Daher ist es wichtig, dass dieser Fall schnellstmöglich geklärt wird. Am Ende nimmt der Pöbel die Angelegenheit noch selbst in die Hand. Und was mit einem kopflosen Mob geschehen kann, haben wir letzte Nacht ja nun gesehen. Naja. Ich gehe dann mal wieder. Das wird auch Zeit. Alles klar. Und hier kommen wir immer noch nicht rein. Wir brauchen es irgendwie leiser sein. Haben wir irgendwas, um leise zu sein? Wir werden das hier als Artefakt hier haben. Hm? Trampelt hier. Schön. Ich will aber trotzdem dieses Artefakt haben. Ich weiß noch nicht, wie wir leiser werden können. Können vielleicht irgendwas kaputt machen von hier aus? Ihn oder das? Oder Truhe? Nein, laute Truhen. Scherben, die können wir bestimmt wieder ganz machen. Ja, schön. Ja, jetzt haben wir es ganz gemacht. Ach, Marschedilen. Die muss ich irgendwie versuchen. Vielleicht können wir die auch ganz machen. Hm. Nichts passiert. Das Holz ist schon viel zu kaputt. Können wir das auch vielleicht umgehen? Vielleicht hier rumlaufen? Tatsächlich. Hier sind wieder Marschedilen. Wieso läufst du jetzt da rum? Was soll denn die Scheiße? Ich hab da hinten geklickt. So. Läufst mal hier rum. Hat sie was in den Truhen? Hier zumindest nicht. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Und hier auch nicht. Schade. Ja, vielleicht, aber das sind hier die Marschentilien. Da habe ich Angst, dass jetzt Geron draufläuft. Das macht er wahrscheinlich auch. Macht es nicht, Gott sei Dank. Aber sonst gibt es hier nichts. Gut. Dann kommst du mal wieder hierher und lässt hier rum.
Nehmen uns mit. Sollen wir jetzt ansprechen oder sollen wir früher zurücklaufen? Heda! Hm? Okay. Aber haben wir wenigstens noch Artefakt noch? Das haben wir noch. Okay, wir haben den den Kraftspeicher haben wir jetzt. Jetzt fehlt uns noch der Köder. Wie kriegen wir jetzt die Glasperlen? Ich muss sagen, jetzt bringen wir erstmal der Brida. Brida? Hieß die Brida? Ich weiß schon wieder gar nicht mehr. Nächstes jetzt einfach alles kaputt machen hier, die ganzen. Aber nein. Der ganze Stand würde auseinanderfallen und der arme Kerl wäre ruiniert. Wäre doch lustig. Da bringt der Zauber nichts. Dann will ja auch nichts. Können ja nur was kaufen. Vielleicht, wenn wir Geld haben. Und Geld kann ja der Typ machen. Vielleicht hat es damit irgendwas zu tun. Der Schattentyp mit seinem Honig Geld macht. Brida hieß sie, genau. So. Hier hast du deinen Kraftspeicher. Hallo, den Kraftspeicher. Hier. Was ist das? Der Kraftspeicher. Odem Arcanum. Geron, das Ding ist noch nicht einmal magisch. Ich fürchte, du bist auf einen falschen Hasen hereingefallen. Na toll. Lass dich nicht verunsichern. Vielleicht war deine erste Spur ja richtig und du hast dich nur ablenken lassen. Und benutze diesmal die Linse. Geködert. Ach du Scheiße. Jetzt habe ich tatsächlich... Oh Gott. Die Linse. Natürlich. Kann man hier was mit der Linse benutzen? Die ganze... Hier ist so viel Magie in der... Okay. Oh Gott, da haben wir tatsächlich einen Erfolg gekriegt für unseren Misserfolg, wenn man so sagen möchte. Aber schön, immer ein Erfolg mehr. Ist auch nicht schlecht. Okay, dann gehen wir halt noch. Halt, hier geht's rein. Und nochmal hier hin. Und jetzt testen wir nochmal Marquis de Hotos Linse. In dieser Truhe. Okay. Dann müssen wir das jetzt auch. Oh, Geron, du kannst auch nix, kannst du nix. Nein. Gehst das so rum. Oder so von mir aus. Dann gehst du hier hin. Und zu der Truhe. Ich kann nichts Besonderes erkennen. Ich lass den Krempel hier. Natürlich kannst du was Besonderes erkennen. Ich hab gerade in die Linse geschaut, Depp. Muss doch was sein. Um die Lampe herum schimmert es. Okay. Ist das vielleicht der Kraftspeicher, den Breda sucht? So, und jetzt geht zurück. Runter. Darum. Haben wir denn jetzt den falschen Ding hier noch? Ne, das haben wir jetzt auch nicht mehr. Dann gehen wir halt jetzt nochmal zurück. Geh ins Haus. In den Wald. Na. So, hier. Als Gott schwimmt mit der Reden. Ich will das Ding hier geben. Ist es das, was du suchst? Odem Arcanum. Ja. Ja, das ist er. Gute Arbeit. Mhm. Okay, ich dachte, wir reden jetzt ein bisschen länger, da habe ich gerade ein Stück getrunken. Tut mir leid. So, die Frage ist immer noch mit den Glasperlen. Ich würde sagen, ich mache jetzt hier ein Aufnahmepäuschen. Und ob wir die Glasperlen finden, beziehungsweise wie wir in die Glasperlen kommen, das erfahren wir dann bei der nächsten Aufnahme. Bis dann. Tschüssi.